Unter dem Motto Kuchen statt Nazis hatte das Netzwerk Tolerantes Teltow in Zusammenarbeit mit allen Teltower Parteien zu einem Protest gegen die NPD-Mahnwache am Ruhlsdorfer Platz geladen. Etwa 15 Anhänger der NPD Havelland Mitte demonstrierten gegen den Euro als Zahlungsmittel und erinnerten an den Arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR. Das Netzwerk Tolerantes Teltow vermutet aber noch eine ganz andere Idee dahinter. Ich glaube, das war bloß ein Test. Das war ein Test, was man in Teltow überhaupt erreichen kann. Wir gehen davon aus, dass die wiederkommen wollen im nächsten Jahr, zum Wahljahr. Und ja, das haben wir ihnen versaut. Dafür sorgten 50 Teltower Bürger. Sie standen der Mahnwache kreativ und vor allem laut gegenüber. Mit Schildern wurde zum Hupen aufgefordert, um den Protest Ausdruck zu verleihen. Vorbeifahrende Fahrzeuge beteiligten sich zahlreich. Ich bin froh über die breite Zustimmung in der Bevölkerung, die uns zum einen hier vor Ort unterstützt haben und an unserer spontanen Gegendemo teilgenommen haben, aber auch die vielen Bürger, die hier vorbeigefahren sind und durch lautes Hupen lautstark ihrem Protest gegen Nazis Ausdruck verliehen haben. Eine schöne Aktion geworden. Alle Parteien haben sich schnell und kurzfristig zusammengefunden, haben effektiv und gut zusammengearbeitet, wurde schnell ausgearbeitet. Leute zusammengetrommelt. Das hat gut geklappt. Ich glaube, der NPD und den Rechtsextremen ist jetzt klar. In Teltow, selbst am Vormittag in der Woche, gibt es Gegenprotest. Und das war heute eine Blamage für die. Das muss man wirklich sagen. Also in Teltow ist einfach kein Platz für Faschisten, Neofaschisten oder wie auch immer sie sich bezeichnen wollen. Die Teltower sind präsent, sind da und lassen sich sofort aktivieren, wenn es darum geht, diese Stadt eben auch nazifrei zu halten. Alles klar, danke.